gab, wie schon zuvor, einige Stellen hinter dem Komma eine leicht schwächere Wertung als bei Jelena Witryschenko, die sich hier in diesen 10,0 gar nicht äußert. Wir wollen es nicht zu kompliziert machen, liebe Zuschauer. Wir blicken ehrlich gesagt auch kaum dadurch, wie so etwas bewertet wird. Die Kampfrichterinnen konnten es uns auch nicht einwandfrei erklären, deshalb können wir sie nur damit beruhigen, wenn es denn so ist. Auf jeden Fall zwei würdige Damen an der Spitze und Jelena Witryschenko sicherlich die bessere der beiden. Also für Lipkowskaja bleibt die Silbermedaille. Eva Serrano mit ihrer zweiten Bronzemedaille. Ich möchte mal sagen, sie hat hier Glück gehabt bei diesen Weltmeisterschaften. Ja, so kann man es auch nennen. Ja, und vergessen wir nicht die deutschen Mädchen. Platz 6 für Edita Schaufler, also 3 sechste Plätze für sie, ein 8. Und Magdalena Brzeska auf Rang 8, mit dem sie sicherlich nicht zufrieden sein wird. Unser ganzer Respekt und die Anerkennung gilt aber dieser jungen Dame, Jelena Witryschenko aus der Ukraine, die hier in den letzten 3 Tagen eine Weltmeisterschaft geturnt hat. Mit 4 Titeln nach Hause fahren wird, einmal Silber, einmal Bronze dazu. Also sie gilt sicherlich als Königin von Berlin bei diesen Weltmeisterschaften. Regina, deine Einschätzung jetzt im Rückblick auf die vergangenen Tage hier in Berlin. Ich glaube, mit Jelena Witryschenko haben wir eine würdige vierfache Weltmeisterin. Ja, auf jeden Fall. Sie verkörpert wirklich alles. Was mir so jetzt bei dieser Weltmeisterschaft aufgefallen ist, das Künstlerische überwiegt wieder. Nicht nur die ganz dünnen Mädchen, die sich verbiegen. Das liegt natürlich an der neuen Wertung. Ja, wenn wir schon Jelena Witryschenko loben, dann müssen wir auch Maria Petrova kurz erwähnen, die wir hier im Bild sehen, die jetzt der Siegerin gratuliert. Und ich finde, das ist ein Bild mit Symbolcharakter. Denn wenn es eine schafft, diese Ausstrahlung, diese Eleganz in ihre Übung einzuflechten, dann ist es Jelena Witryschenko.